Was wäre jetzt deine Kontrastfarbe? Schwarz. Nein, Schwarz empfehle ich wirklich nicht. Weil okay. Das macht sehr schmutzig, das Ganze. Weil wenn wir nochmal hin und her raken, ne, will sehr viel Schmutz und Dreck da rauskommen. Dann deswegen machen wir nicht. Dann gelb. Gelb ist okay. Dann. Was wäre denn jetzt die gute Farbe? Blau oder grün? Das Komplementär-Effekt. Dann nehme ich grün. Grün, okay. Sehr gut. Besser. Ja, sag sehr doch. Das ist sensibel. Ja, ich checke erstmal die Lage. Also, so macht man das. Am Rand am besten. Was so viel. Ja, jetzt ist es. Und ganz leicht, leichten Druck, nicht zu sehr drücken. Am besten diese Masse so weit wie möglich ziehen. Also nicht alles hier verbrauchen. Wow! Und, der Sinn ist nicht, dass wir hier lackieren und komplett alles zumachen. Es müssen ja solche Inseln auch entstehen. Davon lebt ja Nageltechnik. Ne? Und wenn dann nochmal andere Farbe draufkommt, dann entstehen ja schon solche. Und wenn man hier zu viel hat, kann man hier so abnehmen, das ist hier ein bisschen zu viel. Ich nehme das ab. Aber du drückst jetzt auch nicht so fest. Nein. Nicht so. Ja, es ist leicht, so. Einfach berühren und dann ziehen. Ah, und dann so locker ziehen. Mhm. Okay, also so soll es ungefähr aussehen. Also wie werden wir arbeiten? Vor der Pause werden wir hin und her racken, andere Farben kommen auch dazu und deswegen meine ich mit Kontrast, wenn dann hier noch mal andere Kontrastfarbe draufkommt, die beiden Farben vermischen sich und dann entstehen die Ergebnisse, die wir wollen. Yeah. Deswegen ist es wichtig, dass die Farben unterschiedlich sind.